Hier mit Ulrik in einer bekannten Kulturinstitution in Odense, Dänemark. Ulrik, wie heißt das denn hier? Der Name ist für die Museum ist Brands, Museum für Kunst und visuelle Kultur. Und was verbirgt sich hinter diesem Namen? Hier verbirgt sich eine alte Fabrikgegend. Die ganze Gegend hier ist also eine sehr große Textilindustrie. Und seit den 70er Jahren ist es transformiert für eine Kunst- und Kulturgegend. Mit diesem großen Museum. Mit 7000 Square Meters und eine ganze Reihe von ungefähr 50 Geschäfte und Museen und Cafés und Restaurants. Viele Aktivitäten. Viele Aktivitäten. Wir sind ja gerade durchgelaufen und ganz oben habt ihr zurzeit jetzt euren Bestand von Kunstwerken. Ihr habt einen anderen Schwerpunkt noch hier, nämlich die Jugendarbeit. Was hat es damit auf sich? Das ist richtig. Wir haben eine ganz lange Tradition, Jugendausstellungen zu machen. Sensory Exhibition, called in English. Aber das ist für die ganz Jungen und ihre Familien. Und das ist eine Tradition für Brands, dass wir wünschen, eine gute, spannende und Herausforderung, Introduktion für den Kunstwerken zu machen. Okay. Ja, super, Ulrik. Das schauen wir uns alles noch an und erstmal schönen Dank dafür.